Hallo. Ja, ich kam hier mehr als ein Linux-Fan und meine Firma hat gemeint, ja, könntest du was vorstellen? So ein kurzer Blick von der Agenda. Es ist, warum machen wir Monitoring? Warum brauchen wir unsere Systeme zu überwachen? Was können wir überwachen in unserer Software? Welche Features bieten wir an? Dann ein Beispiel, wie kann man ein Monitoring-System einsetzen. Und dann auch der Grund des Vortrages, Bienenmonitoring. Es ist einfach, wir bieten eine freie Software-Solution und ihr dürft machen, was ihr wollt. Und ein von unser Berater, der ist ein begeisterter Imker und er sagt, ja, ich mache das Software und ich habe meine Bienen und ich will die monitoren. Funktioniert gut für ihn. Und wenn es Zeit bleibt, dann zeige ich auch euch ein Monitoring-System in einem produktiven Environment. Auch gehört unser Berater, der monitort alles bei ihm zu Hause, so dass ich auf keine Kundendaten zugreife. Gut, so nochmal kurz über mich. Ich habe in theoretischer Physik promoviert. Und wenn jemand das nicht versteht, aber immer noch neugierig ist, da kann man mit mir weiterreden, was das bedeutet. Ich habe immer mit Open Source gearbeitet. Mein erfolgreichstes Projekt war Sphinx Gallery. Ich benutze Emacs und Arch Linux. Und wie vorher gesagt, ich arbeite bei Matthias Kettner. Und ich arbeite jetzt am Capacity Management. Es geht jetzt nicht nur um Monitoring. Wir wollen in die Zukunft sehen und euch sagen, ja, vielleicht bräucht ihr ein Server-Upgrade, weil ihr belastet eure Servers zu viel, weil ihr jetzt Kunden habt. Wieso braucht man Monitoring? Ja, will ich ein Gedankenexperiment mit euch halten. Es ist einfach, denkt an alles, was ihr in eurem digitalen Leben, oder nicht im Leben, aber an digitalen Geräten ihr habt, zu Hause, Laptop, Computer, Fernseher, euer Raspberry Pis, egal was, und ihr will wissen, alles läuft. Und normalerweise sagen Leute, ja, aber in meinen Systemen gibt es doch keinen Fehler und das mag richtig sein. Normalerweise kauft man Qualitätsprodukte, die selten kaputt gehen, aber Software und Hardware sind fehleranfällig und es kann immer was kaputt gehen. Und es ist wichtig, dass man weiß, wenn etwas kaputt gegangen ist. Und wenn man so ein Unternehmen hat, dann hat man nicht einen Computer, aber Tausende und dann dazu den Server. Und man kann das nicht alles manuell überwachen. Und deshalb ist es lieber, eine Monitoring-Solution zu haben, proaktiv zu sein und zu wissen, alles funktioniert, statt bis ein Nutzer oder ein Kunde ankommt und sagt, ja, eure Webseite und Portal funktioniert nicht. Es ist auch hilfreich, weil man spart sich auch Geld. Zum Beispiel ab und zu Netzwerkprobleme sind Fehler vom Kabel und nicht vom den ganzen Server. Und wenn man das Problem verstehen kann und herausfinden kann, ist es einfach leichter. So über unsere Firma, wir bieten an ein vollständiges System für IT-Überwachung, Open Source. Wir bieten eine kommerzielle Version an, Beratung und Support. Wir arbeiten in München, wir sind fast 30 Leute und mehr als 35% der DAX-Unternehmen nutzen unser Produkt. Und wir haben 1700 bezahlte Kunden in 35 Ländern. So, jetzt wisst ihr, was kann man überwachen? Eigentlich alles, was im Internet antworten kann. Das ist ja. Ein Server ist ganz klar, aber das Netzwerk, das Storage, sind alle Festplatten gut, laufen, sind gesund, haben genug Speicherplatz, aber auch auf Applikationsniveau. Datenbanken, sogar in Software kann man überwachen, der funktioniert, hat so viele Forks, so viele Threads. Jetzt im Cloud Computing und Containerized Welt, das überwachen wir auch. Und Environment, das ist wichtig für den Vortrag, wenn ihr einen Sensor habt oder mehrere, ja, einfach wenn ihr das abfragen könnt, dann können wir überwachen. Zum Beispiel, das ist nur ein Screenshot für unser Produkt.
Ja, es ist ganz kondensiert. Eigentlich jede Reihe ist ein Service, das ihr überwachen wollt. Farbe für grün ist es okay. Grün ist ganz kritisch und gelb ist eine Warnung. Was ist hier wichtig ist, ist, ihr definiert die Regeln, wann etwas kritisch oder Warnung ist. Wir geben euch Defaults, aber ihr könnt das je, zu jeder Zeit ändern. Und dann so, für einige Services ist es wichtig, so diese kleine Grafiken zu haben. Das gibt einen Überblick. Im Mail-Server, wenn ihr eine Applikation überwachen wollt, ja, wir schreiben für ganz spezifische Applikationen auch gezielt den Test. Datenbanken ist das Gleiche, ist nur eine Applikation. Im Cloud geht das auch. Ihr könnt auch immer vorschlagen, unser System, wie wollt ihr das, die Visualisierung haben. Ja, was kann CheckMK machen? Wir haben dieser Zustand Monitoring. Damit will ich erklären, was ist Zustand Monitoring. Stellt euch vor, ein Arzt kommt zu euch jeden Tag und fragt, geht es euch gut? Und ja, dann kann man alles schnell erkennen, als sagt, jetzt tut mir ein Bauch weh. Und dann sage ich, ja, vielleicht ist nicht, gehe ich nicht. Und wenn es zu spät ist, dann gehe ich. Das wäre ein Event-basiert Monitoring. Das bieten wir auch, aber Zustand ist immer schneller. Und out of the box, wir bieten auch 1700 Plugins. So, das ist echt viel, was man zur Zeit direkt nach der Installation überwachen kann. Und ja, so sieht es aus. Generell so eine Zusammenfassung, das ist ein Dashboard. Graphing, so man hat immer die Historik, wie war eine bestimmte Metrik, die ich überwachen will. Das ist die Rule-Based Configuration. Ich darf immer für jeden Services, den ich überwache, definieren, was ich will. Immer, was ist One, was ist Grid, abhängig von zum Beispiel hier Filesystem. Wenn mein Filesystem 100 Megabit groß ist oder ein bisschen mehr, dann gilt eine andere Regel. Business Intelligence, das ist Service Aggregation. Ich will zum Beispiel, mein Webserver funktioniert, dafür brauche ich eine Datenbank und das Ganze habe ich repliziert. Und wenn eine Datenbank fällt aus, aber die andere nicht, dann funktioniert das Ganze noch. Und deshalb bleibe ich so grün, das ist mehr Enterprise Level. Hardware und Software, ich kann zu jeder Zeit wissen von meiner Hardware und Software der Zustand. Ja, welcher Prozessor hat jedem Host, zu welcher Firmware und alle Pakete, die installiert sind und auch die Historik davon ist extrem interessant. Die Implementierung, so, das ist unser einfach Modell. Hier haben wir den Server, der darf alles überwachen. Und wie kommen wir an Daten? Für Linux, Windows, Mac-Systeme, wir haben einen Agenten, den dürfen wir abfragen per Internet. Für Cloud haben wir einen Spezialagenten und fragen Abfragen durch REST-APIs. Für Geräte, wir haben das SNMP. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch was abfragen wollt, man darf sich das denken an anderes System und man kommt dann die Daten voran und dann ist das ja alles gut. So, jetzt will ich mit euch eine Installation zeigen. Das heißt ein Demo live. Hoffentlich funktioniert das. Habe auf eine VM, eine Ubuntu VM, nix und ich will gehe auf matthiaskettner.de und ich darf einfach vom Userportal Downloads die Raw Edition, das ist das komplette Open Source freie Version runterladen. Entscheide ich mich für Ubuntu Bionic und Save File. Und dann will ich
Das kann ich nicht sehen in meinem. Jo. So, dann mache ich CD Downloads. Und dann will ich installieren sudo gdb checkmk row dep. Und es fängt schon an. Jo. Aha. Gut. Okay. Ja, das dauert noch. Halte ich den Vortrag weiter. Curiosus Monitoring in Action. Hier ist unser Kollege Alex Wilms, der ist der begeisterte Imker, der ist ein Berater in unserer Firma. Und was er gebastelt hat, ist eine Stockwaage und dann mit Sensoren für Gewicht, Innentemperatur, Außentemperatur und Lichteinfall. Einfall. Und als Berater von einem Monitoring-System, dann weiß er, was will ich überwachen und wieso. Er will immer wissen, wie viele Bienen sind unterwegs, wie viel Nektar wird geholt. Vielleicht haut sein Volk ab, so wenn aus der Stockwaage so 2 Kilo Verlust sind, das, ja, Bienen sind weg und dafür gibt es einen Alarm. So, er weist es immer rechtzeitig an. Und er will auch die Gesundheit von den Bienenvolk verfolgen. Dafür ist es Innentemperatursensor. Und ihr könnt alles in seiner Website und Verein lesen. So, wie mache ich ein Sensor-Monitoring? Ich starte mit der Waagezelle und dafür gibt es ziemlich viel Elektronik. Davon verstehe ich nichts. Aber die Idee ist, was ihr misst, ihr macht startet mit einem Arduino-Mikrocontroller, der dürft das programmieren. Und dann macht man ein IoT-System. IoT verbindet, kommuniziert sich mit MQTT-Protokoll. CheckMK spricht noch nicht MQTT, das dauert, bis irgendein Kunde sich wünscht, dass wir das unterstützen. Aber bis dann können wir einen anderen Weg gehen. Und eigentlich auf dem Monitoring-Host, was CheckMK läuft, braucht man einfach ein MQTT-1-Software zu installieren. Der wird sich an das MQTT von unserer Waagezelle für die Bienen verbinden und einfach die Daten lesen. Und vorbereitet, was hier ist, ein Local Spool. Local Spool ist einfach Dateien, die auf der Festplatte liegen und das wir ja lesen können. Und das ist total einfach zu machen. So ein zusätzlich, wie ist der Bienenwaage? So, es ist dieser Teil, dieser elektronische Teil, das ist nur hier unten und auf dieser Ecke geklebt und die anderen 2 Ecken sind frei. Und vom Gewicht der Waagezelle, vom Gewicht des Boxes, wird sich das verformt und dann darf man, indem man Strom leitet, wissen, wie viel Gewicht drauf ist. Es ist auch eine Einleitung dafür immer da. Man kann immer alles nachbasteln. Und dem MQTT Publish ist also der Sensor, liefert zu dem Mosquito-Protokoll und das ist, so kommen dann die Daten an für das Publishing-Model. Ich sage, okay, die Temperatur 0 ist die Temperatur vom Innen, Temperatur 1 ist Temperatur außen und das ist Gewicht vom, und den Boxes und dann die Batterie und vielleicht will der ein JSON-Output haben. Und das ist Wi-Fi-Signal, wie verbinde ich mich an das System, Uptime, und dann wiederholt sich das nochmal ständig. Und der Local Check, also in meinem Monitoring-Host, was ich brauche, ist, ich muss vom MQTT das lesen und dann speichere ich einfach eine Datei auf der Festplatte. Und diese Nummer hier ist die Sekunden seit dem letzten Check
und wir ignorieren alle Checks, die älter sind oder die früher kommen. Wir suchen immer für den letzten Zeitstempel. Und diese Dateien sind ganz klein. Wenn ich die aufmache, sage ich, okay, hier ist die Beute 4, ich will den Host erkennen, das ist ein Local Check. Dieser 0 ist einfach eine Bewertung von unserem System. Falls wir nicht Regeln im Host haben wollen, aber im Publishing-System, 0 ist alles okay, 1 wäre 1, 2 wäre critical und 3 ist, wir können das nicht bewerten. Wir sagen einfach immer 0, eine Textinfo und am Ende die Metrik, so wie viel wiegt das Ganze. Und ja, das ist alles. Dann in unser System, wir können alles verfolgen. Die sind die drei wichtigsten Sensor, Gewicht, Stocktemperatur und Anzündtemperatur. Und wie sieht das Ganze aus? So morgens, wenn es warm genug ist, die Sonne scheint, dann gehen die Bienen ganz normal raus. Hier gibt es eine Gewichtszunahme von ca. 300 Gramm. Das sind eine Biene wiegt ca. 120 Milligramm. Und dann sind am Tag ganz approximativ 2000 Bienen unterwegs. Und ganz am Ende kommen sie zurück und dann übernachten sie in der Waage. Wenn ein Tag besser ist, sonniger ist oder egal, die Bienen finden was, dann ist beim Rücker auch jetzt mehr Gewicht, jetzt wird es Honig geben. Und ja, in unserem System, wenn wir das ganze Historik sehen, dann können wir immer die Gewichtszunahme sehen, jedes Mal, dass es Licht gibt und es einen sonnigen Tag gibt. Es gibt immer diese Korrelation. So, was ich jetzt mache, ist ein Monitoring-Server aufzustellen. Da geht es ganz leicht, sudo omd create und dann sage ich, wie heißt mein Talk, Linux Tag. Gut, und ist fertig. Ich kopiere den Passwort, ihr dürft den Passwort ändern, aber wenn ihr das nicht machen wollt, wir bitten euch mit einem ziemlich sicheren Passwort. Hier mache ich localhost und dann Linux Tag. Web not started, stimmt. Alt-Tab. So, sudo omd start Linux Tag. Okay. Jetzt sollte es gehen. So, cmk admin. Don't save, okay. Jetzt ist das schon fertig. Es ist leer, ich monitore nicht. Ich werde dieser VM überwachen. Ich gehe hier zur Monitoring Agents, Monitoring Packet Agents und lade für das System, für alle Debian-Systems. Es ist ganz klein, unser Agent ist ein Bash-Skript, der stellt nur Sachen zur Verfügung. Das ist da, ja. So, sudo gdebi checkmk agent. Das war's. Dann gehe ich hier auf Hosts, Create New Host, sage ich Hostname Local,
IP-Adresse, Localhost. Wenn ihr in einem Netzwerk seid mit DNS Resolving, reicht es mit dem Hostname, dann werden die Hosts anerkannt. Dann sage ich Save and Go to Services. Und ja, jetzt entdeckt er alles, was ich jetzt innerhalb dieser VM monitoren kann. So CPU Load, Utilization, Disk IO, File System, das ist Netzwerk Interface, Kernel Context Switches, Memory. Ich bin in einer VM mit nur 1 Gigabyte RAM und der sagt, ja, du verbrauchst zu viel. Ich gehe einfach auf Monitor und dann muss ich das Ganze speichern. You have to select Activate Affected, sorry. Ja, und jetzt habe ich hier die Ansicht, ich monitore an Host mit 19 Services. Den generellen Dashboard sagt alles ist der Grund, dass es nicht so gut updated. Ja, es ist noch nicht updated. Reschedule check. Refresh, warum geht das nicht? Gut, okay. Und jetzt habe ich das Ganze live monitort. So leicht geht es. Wenn ich eine zusätzliche System, zum Beispiel CPU Utilization, überwachen will, dann kann ich hier eine Regel einsetzen. Ich sage ein Rule für allen Hosts. Ich will zum Beispiel Level und Total CPU Utilization und ich sage, wenn es mehr als 3% Utilization ist, dann sollte es eine Warnung geben. Und das ist ziemlich alles. Success. Und dann mache ich hier ein Refresh. Und ja, sofort erkenne ich das. Ich erzwinge den Refresh. Generell, CheckMK überprüft alle Services, die ich überwache, pro Minute. Aber ich will keine Minute warten. Und dann kann ich euch das live zeigen. Das ist das CheckMK-Instanz von unserem Berater. Der monitort bei ihm zu Hause 56 Hosts. Da können seine Servers, Raspberry Pis, sogar den Switch, das er zu Hause hat. Und das sind 1300 Services. Er hat auch viele Probleme, damit er sich noch nicht kümmert. Aber man kann immer eine Übersicht haben. Ja, hier sind ein Bookmark von seinem Binnenmonitoring. Das ist das gleiche Graph von Gewicht, Temperatur im Stock und Temperatur außen für die letzten 4 Stunden. Das will ich jetzt mehr übersichtlich machen. So, das ist die letzten 8 Tage. Hier sieht man, okay, die Außentemperatur. Okay. So, hier ist ein bisschen klein. Moment, mache ich das. Okay. Hier ist kein Fehler. Er hat den ganzen Box umgebaut, um einen Honigraum, einen zusätzlichen Honigraum zu einbauen. Deshalb ist wenig und dann wieder sofort schwieriger. Aber dann können wir hier beim Wetter sehen, dass es das Gewicht Abnahme und dann am Ende des Tages eine Zunahme vom Gewicht. Das passiert, wenn das Wetter gut ist, gehen die Winden weg. Wenn ich das ganze letztes Jahr untersuchen will, dann sieht es so aus. Hier fängt die Saison für die Sammlung von Nektar und den täglichen Zunahme.
Hier ist die erste Ernte. Hier hat mir erklärt, hier gab es ein trockenes Wetter und es ist nicht viel passiert. Dann sammeln die Bienen immer noch mehr Honig. Hier ist die große Ernte, so Anfang August. Und dann, ja, das ist Eigenverbrauch im Winter. Und ja, das war's. Habt ihr noch Fragen? Ja. Ist das eine aktuelle Version oder die neueste? Weil ich habe eine ältere wahrscheinlich, da ist noch alles so ein bisschen blau, die Alpen sehen noch ein bisschen anders aus. Das ist die stabile Version 1.5 bei 13 von uns. Das ist die Enterprise Version. Hier sind die Grafik ein bisschen schöner, weil die Leute, die das Produkt kaufen, wollen die schönere Grafik haben. Und auch PDF-Reports sind wichtig für den Management und nicht für den IT-Sysadmin. Und die sind in der Enterprise Edition. Aber mit dem Open Source Edition kann man eigentlich alles machen, problemlos. Ja. In der Open Source Variante sind es dann auch nur die Auswahlen von der History oder kann man da auch irgendwie reinzoomen oder wie lange wird die History aufgehoben? So, die History wird im Round Robin Databases gespeichert. Per Default, ihr habt eine Minute Auflösung für die zwei letzten Tage, dann ist 5 Minuten Auflösung für die letzten 10 Tage, dann halbe Stunde Auflösung auf 3 Monate und 6 Stunden Auflösungen für die letzten 4 Jahre. Also nach dem Einsetzen vom JGMK, euer Speicherplatz ist schon, das heißt, ihr wisst immer, wie viel Speicherplatz ihr braucht. Es gibt keine Zunahme von Speicherplatz auf die Auflösung. Du kannst es immer anders konfigurieren, das ist kein Problem. Du kannst deine Graphen, ich glaube, du bekommst immer die 4 letzten Stunden in der Raw Edition angezeigt im System. Du darfst aber immer direkt den System abfragen für mehr. Also du sagst, ich will ja einfach die Story haben und dann bekommst du es zurück, aber nicht in der Web-Oberfläche. Aber du hast deine Daten, die sind in deinem System, du hast es privacy bewusst, wir haben nichts davon. Ja. Ja. Ja, also alles, was wir überwachen, ist in der Raw Edition schon drin. Was nicht drin ist, so die PDF-Reports, den Monitoring-Code, ja. Wir in der Raw Edition, wir benutzen den Nagios Monitoring-Code, Core. Das reicht nicht, wenn ihr extrem viele Hosts und Services überwacht und deshalb wurde von Kunden bezahlt, dass wir einen noch performanten Core haben. Aber ja, es gibt große Kunden, es gibt Users, die große Systeme haben, die für denen das Enterprise Edition nicht brauchen. Also wenn ihr ein IT-System habt, der ganz selbstständig ist, ist die Raw Edition genug. Enterprise ist, wenn ihr wirklich braucht, hier ist ein Bug und ich kann das nicht selbst fixen, dann muss ich dafür zahlen. Was noch? Um die Agenteninstallation in der Raw Edition ist ziemlich handwerklich. Ihr müsst es klicken, ihr bekommt ein URL. Und wenn ihr zum Beispiel ein Ansible oder Puppet zum Management, dann könnt ihr dadurch den Updates ausrollen. In der Enterprise Edition wir haben die Agent Bakery und die darf den Updates für den Agenten ausrollen. Aber es gibt eben eine freie Softwarelösung. Ja? Was bedeutet dann viele Server? Also ich weiß es nicht. Also ich weiß, Kunden haben, also ich kann eigentlich nur von Kunden sprechen. Ich weiß, einige haben schon 10.000 Servers
mit der Enterprise Edition. Aber ich kenne die Beschränkungen von dem Nagios Core nicht. Aber ja, ich bin der Meinung, so schon 200 Server hast du problemlos sogar mit der Open Source. Und wie sagt man jede Minute die Daten? Jede Minute wird das alles abgefragt. Ja, wenn ich das alles abrufen kann, läuft ein SSH-Zugang dann auf den Tasten, wo ich es abrufen würde. Oder läuft der Agent da? Ja, genau. Also, wo ist die Präsentation? Das sind alle die Wege. Den Agent ist SSH. Cloud-Dienste sind REST API-Calls, also ein HTTPS. Das braucht ihr. Und Geräte ist einfach den Protokoll SNMP. Also ihr müsst auf die Daten kommen. Das heißt, ich schmeiße Zertifikate rein, dass der SSH... Ja. Ja, das System und versteht das. Ihr könnt eure eigenen Zertifikate reinbringen und das funktioniert. Es wird überprüft. Noch jemand? Ja. Gibt es dann auch Leute, die da so ihre ganze Client-Landschaft damit überwachen? Also die Endnutzerarbeitsplätze, Laptops, Smartphones, irgendwie diese ganzen Sachen? Oder ist dann eher dran das Produkt? Also, wie vorher gesagt, wir überwachen alles, aber wir wissen nicht, was wir unsere Kunden überwachen. Wir haben 1700 Plugins, also du kannst durch die Liste raufgehen, was dort möglich ist. Und das ist, wir geben Support für diese 1700. Es gibt auch auf unserer Webseite, das ist ein User-Portal. Moment. Mache ich das hier. Dieser Exchange, das ist von der Community, das unterstützen wir nicht, aber wir bieten den Raum an, sodass ja, Leute noch zusätzliche Plugins schreiben können, was die sich wünschen zu überwachen. Das geht, ja. Das ist an sich eine gute Idee, weil wenn ich jetzt irgendwie den Agent auf einem Laptop habe, was passiert dann, wenn der Laptop keine Internetverbindung hat? Sammelt der Agent dann trotzdem die Daten und schickt es dann wieder an den Server, wenn er wieder eine Internetverbindung hat? Nein, der Agent pusht keine Daten. Der normale Agent. Der CheckMK-Server ruft immer die Daten an. Ja? Wenn dann, was normalerweise passiert, wenn du nicht an die Daten rankommst, ist... Also hier solltest, wenn du nicht an die Daten kommst, siehst du hier ein graues Feld und sagst pending oder wir kommen an die Daten nicht dran. Und du wirst auch notifiziert, wir kommen an die Daten nicht dran. Aber die Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel wie bei den Bienenzüchtern, bei eurem Berater, eine Stunde lang die Daten nicht kommen, was passiert, wenn nach einer Stunde die Verbindung wieder steht? Kriegt ihr dann die Daten rückwärts oder verschwinden einfach die Stunde? Die verschwinden. Die Regel war, der Agent schreibt, also der Agent ist immer zum Zeitpunkt der Anruf. Dieser MQTT schreibt jede Datei mit einem Zeitstempel und wir lesen nur den letzten Zeitstempel. So ein Problem von Fehler haben wir hier im Stock 2, glaube ich. Ja. Zum Beispiel hier, da gab es keine Internetverbindung, da hast du keine Daten. Da gibt es Löcher. Ja, hier auch. Aber da sind wir nicht schuld. Aber es wäre möglich, eigentlich einen Agent zu schreiben, der wurde es lokal auf der Platte abspeichert und wenn ich eine Verbindung habe, dass er mir dann in Einrichtung die Daten schicken würde. Ja, das kannst du schreiben. Aber. Wir erwarten, dass das System immer zur Verfügung ist. Es kann auch passieren, ich weiß nicht, aber das ist mehr ein Fall von dieser MQTT. Ja, der hatte, das sieht man nicht hier.
der MQTT, es kann sein, der Wi-Fi-Sensor, der zu dem Spool schickt, der hat die Verbindung verloren. Und da gab es immer den Zeitstempel vom, also es kam keine neue Datei, dann siehst du eine flache Linie, weil dann ist dein Messwert immer das gleiche. Also es kann beide Seiten passieren in dieser Setup. Wie ist das mit der Notification und Escalation Lists? Gibt es da irgendwie Einstellungen? Also wenn dann so ein System down geht, ja. Wer wird wann alarmiert? Ah, genau. Oder wiederholt alarmiert? Du wirst wiederholt alarmiert, bis du ein Acknowledgement gibst auf den E-Mail Notifications. Du kannst auch zu Slack eine Anbindung geben und dann bekommst du nur die Message und die Alarmierung. Aber es gibt kein Acknowledgement. Nein, es gibt doch ein Acknowledgement, aber nicht auf die Notification. Du musst ins System gehen und sagen, jetzt weiß ich. Das können wir eigentlich auch einsetzen. Also das hier ist auf meiner VM, Notifications. In meiner VM habe ich keine E-Mail-Notifications, weil ich keinen E-Mail-Server habe. Aber ein Slack kann ich immer machen, das ist immer ein REST-API-Webhook. Also würdest du sowas bekommen? Service-Problem hier, Warning, additional Info, was geht's los? Du kannst es auch konfigurieren, dass dieser auch ein Link wird und zurück zu der Instanz ist. Aber da musst du im gleichen Netzwerk und ich darf nicht auf die VM zugreifen. Aber ich darf ein Beispiel nicht innerhalb der VM zeigen, weil ich keinen Speicherplatz habe. Escalation. Also du darfst immer sagen, an welchem User. Du kannst pro Service eine Liste von Users, die zuständig sind und die werden, das sind die Contacts in den Notified Object. Du kannst sagen, ja, aber ich will alle oder alle, die eine E-Mail-Adresse haben oder ganz spezifisch und gezielt. Und dann hast du die Conditions. Wenn es eine Seite ist, Folder, Host, das ist, wie organisiere, wie ist die Hierarchie meines Systems. Das will ich zeigen im Produktivsystem. Das ist nicht, Moment. Das ist hier. Also die Hosts. Ich kann immer sagen, mein LAN, die Militarized Zone. Das mache ich so. Das ist einfach eine Hierarchie, wo alles steht und ich kann immer Unterverzeichnis haben. Alle Regeln, die ich konfiguriere für jedes Verzeichnis, gelten für den unteren und auch die Regeln für die Notification gelten auch für den unteren. Und das ist das Schöne an deinem regelbasierten System. Ich sage, wenn so, dann das und man respektiert die Hierarchie nach unten. Und es ist viel einfacher, als ein Template zu haben, wo ich sage, ja, alles soll zusammen so passen. Aber ja, es ist immer eine Konfiguration. Ja, und du kannst mehrere haben. Und zu wem kommt das? Es ist einfach eine neue Regel und geht. Ja? Ich weiß nicht, ob du das so gemeint hast, so, wenn der Erste innerhalb von 5 Minuten nicht reagiert, dann sollten die nächsten 3 alarmiert werden. Wenn die nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten reagieren, dann soll es irgendwie an eine externe Firma gegeben werden oder sowas. Also diese Escalation ist da. Soweit weiß ich nicht, ich arbeite mit Capacity Management. Ja. Noch mehrere Frage? Noch eine? Ja. Ja, was gibt es für Möglichkeiten für Notification, außer E-Mail oder SMS? Über das. So ist E-Mail, SMS, App. So, ASIC E-Mail auf die Event-Konsole, das ist ein bisschen kompliziert. HTML, ihr könnt das hier auf PagerDuty oder VictorOps, also wenn ihr
dieses System habt, um DevOps-Überwachung, dann werden die notifizieren, dieser Host ist kaputt, und dann, ich glaube, VictorOps und ja, PagerDuty erlauben euch, diese Escalation zu haben. Push Notification, das ist SMS, das kenne ich. Ja, das ist Zipkal, ist nicht von uns, das ist von unserem Berater. Also ihr könnt auch reinbasteln Notifications, das ist kein Problem. Spectrum Server und Telegram. Ja. Also wie freie Software, ihr könnt auch immer weiter einen Notification Script haben, und der muss nur Zugriff auf das Environment haben. In Python, das ist Import OS, OS Env, und ja, dann habt ihr alles. Und dann formatiert ihr das, die Botschaft. Das heißt, es ist in Python geschrieben? Ja. Du kannst auch in Bash schreiben, aber das kenne ich nicht und sieht immer unschön aus. Aber. Und ja, unser Core ist im C geschrieben, C++ geschrieben. Ja. Noch Fragen? Funktioniert das Ganze nur mit einem Agent, oder kann ich auch dem zu überwachenden System sagen, dass sich einfach alle 5 Minuten von alleine melden soll? Also du kannst den System immer ein Ping machen, dafür brauchst du kein Agent. Aber wenn du Daten willst, dann musst du irgendwie eine vernünftige Antwort bekommen. Naja, so fragt ja der Server immer das System ab, ob es da ist, und dann holt sich quasi die Daten ab. Ja, also unser Agent vorbereitet die Daten, und dafür brauchst du ein Agent. Wenn du Kubernetes überwachen willst, dann gibt es der Standard weg, du darfst die Kubernetes API abfragen, was auch ein Agent wäre. Und wenn du deinen Switch abfragen willst, dann geht das durch SNMP, das ist auch kein Agent. Oder ein Agent ist etwas, der antwortet. Und dann sagst du, ja, durch SNMP will ich das zurück, und dann, aber du brauchst irgendwie eine Antwort. Wenn ich so verstanden habe, was du meinst, dass der Agent selber schickt, ohne diese Aufforderung. Nein. Wir fragen immer ab. Wir bekommen keine. Das heißt, er kann aber auch keine SNMP-Traps empfangen an der Stelle freiwillig. Das heißt, weil SNMP, die schicken ja auch. Also SNMP kann man nicht nachfragen, oder man kann auch sagen, schick mir, wenn du einen Fehler hast. Und das kann der also nicht entgegen. Also wenn das generell benutzt, vielleicht können wir das, aber soweit weiß ich nicht. Ja, gut, dann ist das alles. Danke für das Zuhören.